Story to go. Das Konfuzius-Institut München präsentiert euch chinesische Märchen. Wettrennen im Gestrüpp. Eines Tages wollte der kleine schwarze Hase und der kleine weiße Hase ein Wettrennen veranstalten. Der weiße Hase sagte: "Du wirst niemals gegen mich gewinnen." "Von wegen?", rief der wetteifernde schwarze Hase. "Wenn ich wirklich nicht gegen dich gewinne, dann bin ich wie der kleine Maulwurf, der sich dort in der Erde versteckt und es nicht wagt, herauszukommen." Die beiden Hasen baten Onkel Nilpferd, den Schiedsrichter zu spielen, und begannen das Rennen im Gestrüpp. Als das Wettrennen vorbei war, hatte tatsächlich der schwarze Hase verloren. Er setzte sich unter einen Baum und weinte bitterlich. Die Tränen des traurigen Hasen fielen wie ein kleiner Regen auf einen Löwenzahn, der unter dem Baum wuchs. Der weiße Hase tröstete ihn. "Sei nicht traurig, lass uns einfach noch einmal um die Wette rennen." "Ich will nicht mehr rennen", schluchzte der schwarze Hase. "Ich weiß, dass du mich mit Absicht gewinnen lassen wirst, damit ich nicht mehr traurig bin." "Auf keinen Fall", widersprach der weiße Hase. "Lass uns beide wieder unser Bestes geben." Der schwarze Hase wischte sich die Tränen weg und sagte: "In Ordnung." Die beiden Hasen baten wieder Onkel Nilpferd, Schiedsrichter zu sein. Nach dem zweiten Rennen hatte schon wieder der schwarze Hase verloren. Gerade als der schwarze Hase wieder weinen wollte, fragte der weiße Hase Onkel Nilpferd: "Onkel Nilpferd, wie ist der kleine schwarze Hase diesmal gelaufen?" Onkel Nilpferd antwortete: "Das erste Mal war der schwarze Hase 5 Schritte hinter dem weißen Hasen. Dieses Mal waren es aber nur noch 2 Schritte. Was wäre, wenn..." Als der schwarze Hase dies hörte, wandte er sich aufgeregt zum weißen Hasen. "Lass uns morgen um dieselbe Zeit nochmal um die Wette rennen, ja?" "Okay", willigte der weiße Hase ein. "Alles klar, ich werde wieder Schiedsrichter sein", sagte Onkel Nilpferd. Da verschwand der schwarze Hase auch schon im Gestrüpp. Was der schwarze Hase jetzt wohl macht? Ting Gushi, Xue Han Yu. Huan Yin Shou Ting Munihei Kongzi Xue Yuan Tong Hua Gushi. Zhao Zong Jian de Bi Sai. Xiao Hei Tu ja he Xiao Bai Tu Bi Sai Pao Bu. Xiao Bai Tu Shu. "Ni Pao Bu Guo Wo De." "Sei Shu De?" Zheng Qiang Hao Sheng De Xiao Hei Tu Shu. "Pao Bu Guo Ni. 我就是那只躲在泥洞里不敢出来的小鼹鼠。他们请老河马伯伯来当裁判，在草丛间开展了一场比赛。比赛下来，小黑兔果然输了。他坐在一棵小树下，哭得很伤心，眼泪把树下的一棵蒲公英都打湿了。小白兔说：别伤心了，要不我们再比一下吧。不比了，小黑兔说。我知道，为了不让我伤心，你会故意输给我的。才不会呢，小白兔说。让我们拼足全力再赛一次吧。小黑兔抹抹眼泪说：行。他们还是请老河马伯伯当裁判。比赛下来，还是小黑兔输了。正当小黑兔又要流泪时，小白兔问老河马：河马伯伯，小黑兔这次跑得怎么样？河马伯伯说：上次小黑兔比小白兔落后5步，可是这次只落后2步。要是……小黑兔一听这话，马上对小白兔说：我们明天这个时候再来比一次好吗？好，小白兔说。行，我再来当裁判，老河马说。只见小黑兔一头钻进草丛不见了。小黑兔去干什么了呢？本故事作者为张秋生，
选自新创小巴掌童话百篇，由中国少年儿童新闻出版总社出版。